Im August des Jahres 1914 lebte in New York ein junger Mann namens Nikolaus Tarabas. Er war, der Staatsangehörigkeit nach, Russe und entstammte einer jener Nationen, die damals noch der große Zar beherrschte. Tarabas war der Sohn einer begüterten Familie. Er hatte in Petersburg die Technische Hochschule besucht. Weniger aus echter Gesinnung als infolge der ziellosen Leidenschaft seines jungen Herzens schloss er sich im dritten Semester seiner Studien einer revolutionären Gruppe an, die sich einige Zeit später an einem Bombenattentat gegen den Gouverneur von Cherson beteiligte. Tarabas und seine Kameraden kamen vors Gericht. Einige von ihnen wurden verurteilt, andere freigesprochen. Zu diesen gehörte Tarabas. Sein Vater verstieß ihn von Haus und Hof und versprach ihm Geld für den Fall, dass er sich entschlösse, nach Amerika auszuwandern. Der junge Tarabas verließ die Heimat, unbesonnen, wie er 2 Jahre vorher Revolutionär geworden war. Er folgte der Neugier, dem Ruf der Ferne, sorglos und kräftig und voller Zuversicht auf ein neues Leben. Allein schon 2 Monate nach seiner Ankunft in der großen steinernen Stadt erwachte das Heimweh in ihm. Obwohl die Welt noch vor ihm lag, schien es ihm manchmal, als läge sie bereits hinter ihm. Zuweilen fühlte er sich wie ein alter Mann, der sich nach einem verlorenen Leben sehnt und dem keine Zeit mehr bleibt, ein neues anzufangen. Er hasste New York, die hohen Häuser, die breiten Straßen und überhaupt alles, was Stein war. Und New York war eine steinerne Stadt. Ein paar Monate nach seiner Ankunft hatte er Katharina kennengelernt. Ein Mädchen aus Nizhny Novgorod. Sie war Kellnerin in einer Bar. Tarabas liebte sie wie seine verlorene Heimat. Er konnte mit ihr sprechen. Er durfte sie lieben, schmecken und riechen. Sie erinnerte ihn an die väterlichen Felder, an den heimatlichen Himmel, an den süßen Duft gebratener Kartoffeln auf den herbstlichen Äckern seiner Heimat. Sie milderte sein Heimweh und verstärkte es zugleich. Sie sang die Lieder, die auch er in seiner Heimat gelernt hatte, und sie kannte Menschen genau von der Art, wie auch er sie kannte. An einem schwülen Spätsommertag geriet er auf einen der fliegenden Jahrmärkte, die damals in New York nicht selten waren, in die Bude einer Zigeunerin, die das Schicksal der Menschen aus den Händen zu Weissagen versprach. Er war abergläubisch. Er hatte bis jetzt viele Gelegenheiten wahrgenommen, einen Blick in die Zukunft zu tun, Kartenleger und Sterndeuter befragt, sich mit Astrologie und Hypnose beschäftigt. Haben Sie keine Angst. Keiner versteht unsere Sprache. Geben Sie mir zuerst $2, aber so, dass es die anderen sehen. Woher kennen Sie meine Muttersprache? Weil ich weiß, woher Sie sind. Sie sind sehr unglücklich, Herr. Ich lese in Ihrer Hand, dass Sie ein Mörder sind und ein Heiliger. Ein unglücklicheres Schicksal gibt es nicht auf dieser Welt. Sie werden sündigen und büßen. Und alles noch auf Erden.
Der Himmel an diesem Tag im August war bleiern und grau. Tarabas verließ den Rummelplatz und ging zur Bar zu Katharina. Er war also ein Mörder und ein Heiliger. Zu großen Dingen war er außersehen. Je näher er der Bar Katharinas kam, desto klarer wurde ihm auch, so glaubte er, der Sinn der Weissagung. Die Worte der Zigeunerin begannen sich zu einer sinnvollen Kette aneinander zu reihen. Gin. Ich werde also zuerst ein Mörder werden und dann ein Heiliger. Bitte? Wo ist Katharina? Hat heute ihren freien Tag, aber jetzt kommt sie gleich. Noch einen. Und es war nicht möglich, dem Schicksal, das gewiss ohne Rücksicht auf Tarabas seine Fäden spann, gewissermaßen auf halbem Weg entgegenzukommen und also das Leben vom nächsten Augenblick an freiwillig zu ändern. Warum kommt sie nicht? Wo zum Teufel steckt sie denn? Was habt ihr mir denn für Lügen erzählt, Gesindel? Wie lange soll ich hier noch herumstehen? Brülle nicht herum. Geh endlich nach Hause. Verschwinde. Sprech mich nicht an. Ich mag dich nicht. Und ich dich schon immer nicht. Verfluchter Kerl. Selbstverflucht. Wo warst du? Auf der Post. Warum? Es ist ein Brief gekommen, rekommandiert. Ich musste ihn holen. Ich war nicht zu Hause, als der Briefträger kam. Der Vater ist krank. Er wird vielleicht sterben. Ich muss nach Hause so schnell wie möglich. Kannst du mir helfen? Hast du Geld? Schau mich an. Schau mir in die Augen. Ach, du lügst also. Wo warst du wirklich? Jetzt weiß ich, wo du warst. Ja, ja, heute ist der Mittwoch. Der Tag, an dem der Koch frei hat, dieser scheißliche, widerliche, stinkende Kerl da. Jetzt weiß ich es, wo du warst. Wo ist der Brief? Wo ist er? Ich will ihn sehen. Ich will ihn sehen, er ist aber nicht da. Er ist nämlich gar nicht geschrieben worden, du. Ich muss ihn verloren haben. So, ich war so aufgeregt. Machen Sie hier keinen Skandal! Scheren Sie sich weg! Ein schöner Schlag. Du verdammter Hund, du! Krieg. Und ich werde in diesen Krieg gehen. Dann kommen Sie auch lebendig zurück.
Tarabas wollte wissen, wie man am raschesten zur russischen Botschaft komme. Hierauf rannte er mit langen Schritten der Botschaft entgegen, dem Krieg entgegen. Und Katharina, der Wirt und seine Missetat waren ausgelöscht und vergessen. Als er am nächsten Tag das erste Schiff, das nach Russland gehen sollte, bestieg, kaufte er alle Zeitungen, die in der letzten Stunde erreichbar waren, um nachzulesen, ob sich nicht doch irgendeine Nachricht von dem Mord eines gewissen Tarabas an einem gewissen Wirt einer bestimmten Bar darin fände. Aber in den Zeitungen stand nichts von einem Mord an einem Barwirt. Wahrscheinlich ist er nicht gestorben. Eine Schlägerei, nicht mehr. In New York kommt das 1000-mal vor. Ich werde Katharina einen Brief schicken und 50 Rubel. Die Hälfte des Geldes, das mir die Botschaft für die Reise gegeben hat. Da wird sie sehen, was für einer ich bin und was sie an mir verloren hat. Gebräunt, gekräftigt, neugierig auf die Heimat und begierig auf den Krieg, verließ Tarabas eines Morgens im Hafen von Riga das Schiff. Ja. Nikolaus. Weißt du, wer gerade bei uns zu Besuch ist? Erkannt, Cousine Maria. Setz dich zu meiner Rechten, mein Sohn. Hast du schon etwas gegessen? Ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Endlich wieder Kascha. Was sagst du, wie schön Cousine Maria geworden ist? Ja, sehr schön. Ja. Krieg, mein Sohn. Der Krieg, der jetzt anfängt, wird nur 3 Wochen dauern. Nicht alle Soldaten fallen im Krieg. Von den Offizieren sterben bestimmt nur wenige. Mutter! Natürlich! Die Mutter weint, das gehört sich so. Schließlich ist Krieg. Da müssen die Mütter weinen. Aber
Wasser wird bald vorbei sein. Geht's voran? Wir haben Eile, gnädiger Herr. Wir müssen einrücken. Morgen oder übermorgen oder in einer Woche. Bis dahin muss alles von den Feldern. Gut. Gut, ich wünsche euch alles Gute. Hier. Seine Fahrt befriedigte ihn. Auch der Respekt, den man ihm überall unterwegs zollte. Und dennoch glaubte er, eine große, unbekannte Angst in den Gesichtern zu sehen. Der Krieg hatte noch nicht begonnen. Und schon wohnte sein Schrecken in den Menschen. Und wenn sie Tarabas etwas Angenehmes sagen wollten, quälten sie sich. Und sie sagten nicht alles, was sie im Herzen trugen. Fremd war Tarabas in seinem Land. Der Krieg war hier heimisch geworden. Zuerst hinein. Na und? Hast du nichts zu erzählen? Aus dem merkwürdigen Amerika. Ja, es ist wirklich merkwürdig. Wo hast du gearbeitet? Zum Schluss in einer Fabrik. Ich habe zuletzt in einer Fabrik gearbeitet. Einer Fabrik, in der Filme hergestellt werden, so Filme für Kinos, weißt du. Am letzten Tag, als ich so wie jeden Morgen um 7 Uhr im Begriffe war, mich in die Fabrik in meine Arbeit zu begeben, hat ein Zeitungsjunge die Nachricht vom Krieg ausgerufen. So habe ich erfahren, dass es losgeht und bin geradewegs in die russische Botschaft. Einen Abend vorher noch hat es zwischen mir und einem ekelhaften Barwirt in einer Kneipe eine Schlägerei gegeben. Aber warum denn? Der Wirt hat ein unschuldiges Mädchen, wahrscheinlich eine Kellnerin, beschimpft und sogar tätlich angegriffen.
Solche Menschen gibt es in New York? Ja. Solche Menschen gibt es in New York. Gott segne dich, mein Sohn. So. Jetzt wollen wir uns von dir verabschieden. So. In 4 Wochen sehen wir uns wieder. Gib es Gott. Du gehörst mir. Wir heiraten, wenn ich zurückkomme. Du bist treu. Du siehst keinen anderen Mann an. Leb wohl. Also, man spioniert mich aus. Ich degradiere dich. Lass los! Und heimkehrst, heiratest du. Und jetzt geh. Sofort! Verschwinde!
Fahr los, zur Bahn. Der Krieg wurde seine Heimat. Seine große, blutige Heimat. Er kam in friedliches Gebiet, setzte Dörfer in Brand, ließ die Trümmer von Städten zurück, klagende Frauen, verwaiste Kinder, geschlagene, aufgehängte und ermordete Männer. Er erlebte die Unrast der Flucht, nahm Rache an vermeintlichen Verrätern, zerstörte Brücken, Straßen oder Eisenbahnen, gehorchte und befahl und alles mit gleicher Lust. Er war der mutigste Offizier in seinem Regiment. Er wurde ausgezeichnet und zum Hauptmann befördert. Wer immer in seiner Kompanie Neigung zum Zaudern verriet, geschweige denn Feigheit, war sein Feind. So wie der Feind, gegen den die Armee kämpfte. Wer aber, wie Tarabas selbst, das Leben nicht liebte und den Tod nicht scheute, war ein Freund seines Herzens. Feuer! Hunger, Durst, Schmerz und Müdigkeit, durchwanderte Tage und Nächte ohne Schlaf, stärkten sein Herz. Ja, sie erfreuten es sogar. Er lernte die schwere Trunkenheit kennen und die flüchtige Liebe. Vergessen waren Haus, Hof, Vater und Mutter und die Cousine Maria. Als er sich eines Tages ihrer erinnerte, war es zu spät, ihr Nachricht zu geben, denn Tarabas Heimat war damals vom Feinde besetzt. Dies bekümmerte ihn wenig. Der Krieg war seine große, blutige Heimat geworden. Vergessen waren New York und Katharina. Dennoch, in manchen Pausen, zwischen Gefahr und Gefecht, Trunkenheit und Nüchternheit, flüchtigem Rausch und flüchtigem Mord, war es Tarabas sekundenlang klar, dass er seit der Stunde, da ihm die Zigeunerin auf dem New Yorker Jahrmarkt geweissagt hatte, wie ein Verwandelter lebte. Ein Verwandelter. Ein Verzauberter und wie ein im Traum Befangener. Zuweilen war es ihm, als sei er gestorben und das Leben, das er jetzt führte, bereits ein Jenseits. Doch verflogen die Sekunden der Besinnung und Tarabas versank aufs Neue im Rausch des Blutes, das rings um ihn floss und das er fließen ließ. Ist das der Dieb? Im Geruch der Kadaver, im Dunst der Brände und in seiner Liebe zum Verderben. Aufhängen. So ging er denn, so ließ er sich kommandieren, von Brand zu Brand, von Mord zu Mord, und nichts Böses widerfuhr ihm. Er wurde niemals verwundet und niemals krank. Er bat auch niemals um einen Urlaub. Der Einzige war er im Regiment, der keine Post bekam und keine erwartete. So verlebte Nikolaus Tarabas den Krieg. Guten Morgen, Herr Hauptmann. Guten Morgen. Hier der Kaffee, der Schnaps. Gut. Ich bin guter Laune heute. Wie ist das Wetter? Die Sonne scheint. Ich bin guter Laune heute. Entschuldigung, Herr Hauptmann. Ruhig. Heute ist Sonntag, lass die Leute liegen. Liegen bleiben.
heißt du? Der Herr hat mich schon gestern Abend nach meinem Namen gefragt, als ich ins Bett kam. Ich werde dich von nun ab Maria nennen. Solange ich hier bin. Jawohl, euer Gnaden. Liegen bleiben. Du bist neu hier. Jawohl. Ich kenne dich nicht. Die anderen alle sind schon lange bei mir. Ich kenne jeden. Jawohl, Herr Hoffmann. Wo kommst du her? Hier sind meine Papiere. Man hat mich zu ihrem Regiment überstellt. Ach, du bist also von diesem Regiment, wo die meisten zu den Bolschewiken übergelaufen sind. Jawohl, Herr Hauptmann. Bist du Jude? Meine Eltern waren Juden. Ich aber kenne keinen Gott. Grüne Augen hast du und rote Haare. Jawohl, Herr Hauptmann. Und ein Gottloser bist du. So, so. Es sind wieder 26 desertiert in den letzten zwei Tagen, Herr Hauptmann. Das sind die neuen Zeiten. Der Zar ist abgesetzt. Verstehen wir Sie, was da vorgeht, Herr Hauptmann? Ich brauche keinen Zaren. In meiner Truppe bin ich selbst Zar. Meinetwegen kann das Oberkommando noch so verworrene Befehle erlassen, wie es will. Ich befolge sie nicht. Mich kann die Revolution nicht verwirren und nicht verwandeln. Jawohl, Herr Hauptmann. Wenn wir nichts zu essen haben, gehen wir ins nächste Dorf und fressen uns voll. Jawohl, Herr Hauptmann. 26 fehlen heute wieder. 26. Die Leute wollen nach Hause. Sie gehen einfach weg. Teufel soll sie holen. Ein Neuer ist da. Ein Rothaariger. Ich weiß. Er hält Reden, erzählt den Soldaten irgendwelche Geschichten. Ich habe gefragt, was er da sagt. Er hat nur gegrinst. Was haben die Soldaten gesagt? Dass er Weibergeschichten erzählt, haben sie gesagt. Aber das ist nicht wahr. Nein. Das ist nicht wahr. Stepan, weißt du, was ich bei deinen Sachen gefunden habe? Bolschewistisches Zeug, dumme Broschüren. Das verstehst du doch gar nicht. Nein, Herr Hauptmann. Hast du mir nichts zu erzählen, Stepan? Wo ist deine Mundharmonika? Möchtest du mir nicht wieder mal was vorspielen, Stepan? Ich habe sie verloren, euer Hochwohlgeboren. Jetzt kannst du nicht mehr spielen. Nein, jetzt kann ich nicht mehr spielen. Kompanie soll antreten. Jeder soll sich mit seinem Namen melden. Ich möchte wissen, wer schon wieder desertiert ist. Du wohl auch. Stepan, du siehst aus, als ob du auch bald gehen würdest. Jawohl, Herr Hauptmann. Ja, aber so geht das nicht weiter. Jeden Moment verschwinden andere. Wir sind bald ganz unter uns. Mein Bursche hat es mir sogar ins Gesicht gesagt, dass er geht. Einer von ihnen, der rote Haare hat und eine Brille, muss ein Agent sein von den Bolschewiken. Ja, diese Befehle vom Stab, die sind doch ganz unsinnig. Bürger, die Revolution hat gesiegt. Geben Sie Ihre Waffen ab. Sie alle haben freies Geleit. Und Sie, Bürger Tarabas,
und was sonst bei uns Ihre Landsleute sind. Sie können in Ihre Heimat zurück. Ihr habt jetzt einen ganz eigenen Staat. Er heißt Polen. Arabas, nehmen Sie sie zum Andenken. Meinem Sohn Ossip Ivanovich Kudra. Ich habe sie bekommen, als ich die Kadettenschule verließ. Mein Vater war sehr stolz. Ich auch. Ich komme aus einer ganz kleinen Familie. Der Vater meines Vaters ist noch Leibeigener gewesen bei den Zarizins. Ja, ich bin kein besonderer Soldat gewesen in meinem Leben, Hauptmann Tarabas. Ich glaube, ich war faul, nachlässig. Bei uns gibt es viele solcher Offiziere. Werden Sie mir die Ehre erweisen, diese Uhr anzunehmen, Bruder Tarabas? Gerne, Herr Oberst. Pardon. Ich möchte nur nach meinen Sachen sehen. Wir werden ihn sofort begraben. Hier, vor dem Haus. Lassen Sie antreten. Wir sind Nummer 38. Antreten lassen. Jawohl, Herr Altmann. Soldaten, ihr seid der letzte Rest, der dem Regiment geblieben ist. Ich erkenne aber das Ende dieses Krieges nicht an. Habt ihr verstanden? Ich führe euch dorthin, wo man uns braucht. Es gibt da nämlich eine neue Hauptstadt, ein neues Land, wo man eine neue Armee aufstellen wird. Aber ich werde euch eine neue Heimat geben und eine neue Armee. Wer bei mir bleiben will, kann bleiben. Wir gehen in die neue Hauptstadt. Habt ihr verstanden? Das Gewehr! Schultern! Links! An! Vorwärts! Marsch! Thank you.
Ich erlaube mir, Euer Exzellenz, um das Kommando für eines der neu aufzustellenden Regimenter zu bitten. Leute wie Sie können wir schon brauchen, Hauptmann Tarabas. Ich ersuche Euer Exzellenz, mir sogleich ein Kommando zu übergeben. Wir machen Sie zum Oberst, Herr Hauptmann. Das wird Ihnen doch recht sein. Wir stellen Sie in die Armee ein und Sie werden Kommandeur des Regiments. Mit dem Standort Korrupta. Das Gewehr! Ab! Das Gewehr! Schultern! Ich bin Oberst Tarabas. Ich habe den Auftrag, in dieser Stadt ein Regiment zusammenzustellen. Sie wird Garnisonsstadt. Ich übernehme das Kommando über diese Stadt. Vorläufig wünsche ich von Ihnen zu wissen, wo ich Verpflegung für mich und meine 38 Mann herbekomme. Major Libudin, die Verpflegungsbaracke ist einen halben Kilometer entfernt von hier. Es gibt aber wenig Lebensmittel dort. Ich marschiere keinen Schritt weiter. Die Lebensmittel werden hierher gebracht. Diese Leute, die sich da herumtreiben, werden die Verpflegung holen. Keiner der hier Anwesenden darf den Platz verlassen. Keiner rührt sich! Ihr seid alle unsere Gefangenen! Streifschuss. Zu Befehl, Herr Oberst. Verbinden. Konzef. Los. Wie viele Mann kannst du bekommen? Ich werde 30 Mann nehmen, von denen da. Du gehst mit ihnen Essen holen. Der Major wird dir sagen, wohin. Jawohl, Herr Oberst.
Major, Sie besorgen mir einen Stadtplan mit den wichtigsten Gebäuden. Später zeigen Sie mir die Kaserne. Gerne, Herr Oberst. Weg. Geh! Aufessen. Wer von euch war Soldat? Ich meine unter den Gefangenen. Wer von euch möchte weiter unter mir Soldat bleiben? Wer Soldat werden möchte, trete einen Schritt vor. Ich habe Angst. Der neue Herr da. Es wird etwas geschehen. So schön war es hier, bis der Krieg kam. Keine Veränderung haben wir gehabt, an keine hatten wir gedacht. Die vielen Soldaten, die immer da gewesen sind. Erst die Russischen, dann die Deutschen, dann wieder die Russischen.
Man war froh, wenn man das nackte Leben bewahrt hat. Das eigene und das der Familie. Wie recht du hast, Nathan. Aber jetzt, ich habe einen ganz neuen, unbekannten Schrecken. Wer ist dieser Tarabas? Andere Zeiten werden anbrechen. Und Gott weiß, welche neuen Gesetze. Und die Gäste? Die Herren essen und trinken wie jeden Abend. Und sie lärmen und betrinken sich wie jeden Abend. Aber das macht ja nichts. Sie sind harmlos. Vor diesem neuen General habe ich Angst. Dieser General, der ein Oberst ist. 2 Wochen warten die Herren Offiziere schon, dass hier die neue Garnison herkommt. Ist die Familie gut angekommen? Sie ist schon in Kapitki. Sie ist in Sicherheit. Den ganzen Krieg habe ich sie nur 3-mal wegschicken müssen. Immer habe ich geglaubt, es wird leichter, es wird gefahrloser. Immer habe ich sie wiederkommen lassen. Aber eine neue Gefahr, eine neue Geisel. So wie jetzt. Und dann ist es besser, sie bleiben dort, bis sich hier alles geklärt hat. Falls es sich überhaupt klärt. Und Sie? Dumme Frage. Ich habe mir schon ein neues Nachtlager vorbereitet. Wo? In der Küche, wo ein Wirt hingehört. Vor allem in gefährlichen Zeiten. Ich habe Stroh auf den Boden getan, dort werde ich von nun an schlafen. Geh hinüber in die Kammer. Mach sie sauber. Ich habe dort immer Angst. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch Angst. Und ich weiß warum. Mach die Kammer sauber, wir werden sie brauchen. Ich gehe in die Kammer. Ihr habt sogar den Krieg überstanden. Sie haben euch nicht ausgesoffen. Kein Unbefugter soll auf die Idee kommen, dass da noch ein Stockwerk drunter ist. Ich habe so gehofft, wenn dieser Krieg zu Ende ist, endlich wieder eine andere Art von Gästen sehen zu können als diese Offiziere. Die Bauern von den Dörfern, die Händler aus den Städten, die lieben Juden, die den verbotenen Branntwein verkaufen. Aber sie hört nicht mehr auf in dieser Welt, diese kriegerische Mode. Das ist ein Bote. Was für ein Bote? Der von Tarabas. Jetzt kommt der Wechsel ist. Nehmen Sie wieder Platz, meine Herren. Danke. Sind Sie der Wirt? Zu Befehl, Herr General. Du wirst, Jude, essen und trinken und Lager für 12 Mann herrichten. Und zwar unverzüglich. Unverzüglich. Ich selbst werde hier wohnen. Ich brauche ein geräumiges Zimmer und ein Bett vor der Tür für meinen Diener. Hast du verstanden? Pünktlichkeit, Sauberkeit und Gehorsam,
Verlange ich auch vom Wirt. Also von dir, Jude, und deinem Personal. Wiederhole, was ich soeben gesagt habe. Sie wollen ja generell 12 Leute hier einquartieren. Ein Bett vor Ihrem Zimmer für einen Diener und ein schönes Zimmer für Sie. Sie kriegen ein schönes und geräumiges Zimmer. Ich brauche es nicht zu wiederholen. Ich weiß es, Eure Exzellenz. Sieh mir ins Auge, Jude. Euer Hochwohlgeboren, Exzellenz, es ist alles bereit. Ein großes Zimmer steht Euer Hochwohlgeboren zur Verfügung. Eine geräumige Kammer ist für Euer Hochwohlgeboren Begleiter bereit. Und vor dem Zimmer wollen wir ein Bett bereitstellen. Bequemes Bett. Ausgezeichnet. Holt Essen aus der Küche. Guten Appetit, meine Herren. Wein, Bier, Schnaps, Euer Exzellenz. Schnaps, mein lieber Jude. Sehr guter Schnaps. Wir trinken auf das Wohl unseres neuen Obersten. Auf die neue Armee! Es lebe die neue Armee! Es lebe unsere neue Armee. Fedja, hol aus dem Keller 2 Fässchen Branntwein vom alten Guten. Jetzt werden sie sich verbrüderlichen. Auf unsere neuen Herren Obersten! Thank you.
Zahlen! Herr Hochwohlgeboren, Exzellenz, Herr General, ich bitte um Vergebung, ich habe nicht gezählt. Von morgen ab wirst du zählen. Und jetzt, meine Herren, schlage ich einen Spaziergang vor. Wir wollen doch sehen, wie sich die Mannschaft unseres neuen Regiments am Abend in der Finsternis in ihrer neuen Garnisonsstadt beträgt. Ich hoffe, meine Herren, Sie sind alle in der Lage, mich zu begleiten. Es sind schon wieder vier desertiert. Und auch dem neuen Land laufen sie davon. Herr Schoppe, diese Papiere! Auch die Löhnung bleibt draußen. Ein Leutnant wartet draußen. Er hat die ganz neue Uniform an, die wir alle kriegen sollen. Du Tölpel, warum sagst du das nicht gleich? Bring ihn herein! Jawohl, Herr Oberst. Herr Leutnant? Was bringen Sie? Ich komme aus der Hauptstadt. Exzellenz General Lakubait, der Kommandeur, wird morgen zu einer Inspektion hier eintreffen. Bringt er Geld, der Herr General? Jawohl, Herr Oberst. Komm! Bring einen Schnaps. Ich hoffe, Herr General, haben eine gute Fahrt gehabt. Recht gut. Danke. Die Garnison ist erst gestern auf Ihr Kommen vorbereitet worden. Auch recht. Auch recht. Das Regiment ansehen. Es ist alles vorbereitet, Herr General. Aber ich kann nicht für alles garantieren. Ich hatte keine Uniform und keine Löhnung. Auch die Kaserne war unbrauchbar. Ich musste eine neue requirieren. Ich kann auch nicht für jeden Mann des Regiments die Verantwortung übernehmen. Viele sind desertiert. Es ist viel Gesindel dabei. Trinken Sie doch zuerst Ihren Schnaps. Trinken Sie doch, Herr Oberst. Und Sie auch. Zwei Kisten mit Geld kommen noch heute, somit dürften die Hauptschwierigkeiten behoben sein. Es sind 2 Monatsgagen und Löhnung für 6 Dekaden. Außerdem noch ein Überschuss für Bier und Schnaps. Sie wissen, die gute Laune ist das Wichtigste, Oberst Tarabas. Jawohl, Herr General. So. Jetzt wollen wir uns die Truppe ansehen. Schicken Sie ihn hinaus, Herr Oberst. Abtreten. Jetzt habe ich also die Truppe gesehen, Herr Oberst. Jawohl.
Herr General. Jawohl. Jetzt habe ich Sie gesehen. Oh, Tarabas, diese Sache verstehen Sie nicht. Diese Sache verstehen Sie nicht, Herr Oberst. So ist es, Herr General. Ich verstehe diese Sache nicht. Im Übrigen, Herr Oberst, war ich der Advokat Ihres Vaters. Ich habe Ihnen noch vorige Woche gesprochen, Ihren alten Herrn Vater. Hat mir Grüße für Sie mitgegeben. Ich hatte die Absicht, meine Eltern bald zu besuchen. Ich habe Sie gekannt, als Sie noch ein Knabe waren, Oberst. Ich bin oft bei Ihrem Vater gewesen. Sie waren dann in diese Petersburger Affäre verwickelt. Es hat schwere Mühe gekostet damals. Und Geld. Schweres Geld. Sie sind dann nach Amerika. Und dort war diese Affäre mit dem Wirt, den Sie geschlagen haben. Der Wirt. In New York. Auf einem Jahrmarkt. Hat mir eine Zigeunerin geweissagt, ich würde ein Mörder werden. Und ein Heiliger. Ich glaube, der erste Teil dieser Prophezeiung... Der erste Teil der Prophezeiung ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Den New Yorker Wirt haben sie nicht umgebracht. Er lebt allerdings auch nicht mehr. Er ist in den Krieg gegangen und ist gefallen bei Ypern, um genau zu sein. Sie sehen, die Justiz hat sich durch den Krieg nicht beirren lassen. Man hat sie beobachtet. Sie hätten eine nette Degradierung erlebt, wenn Sie den braven Mann damals totgeschlagen hätten. Und meine Cousine, Maria? Die ist verheiratet mit einem deutschen Offizier. Sie hat sich offenbar in ihn verliebt. Ich habe sie auch geliebt. Das Wichtigste, Oberst, ist, dass Sie Ihr Regiment säubern. Sie werden mindestens die Hälfte hinauswerfen. Wir werden genauen Bericht über die Herkunft jedes Einzelnen haben müssen, den Sie behalten. Oberst Tarabas, wir bauen jetzt eine neue Armee, eine zuverlässige Armee. Wir werden die fremden Leute, die wir nicht brauchen können, ausweisen oder einsperren. Kurz, wir werden sie los, auf irgendeine Weise. Behalten Sie die Musiker. Musik ist wichtig, behalten Sie die Leute, die lesen und schreiben können, aber allen zahlen Sie die Löhnung aus. Hören Sie? Allen, auch jenen, die Sie wegschicken, damit Sie ihnen leichter die Waffen abnehmen. Lassen Sie morgen oder übermorgen Bier ausschenken, sagen Sie von mir aus, der General hätte es geschenkt. Das ist alles. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Da drinnen ist die Löhnung. Heute ist angekommen. Die schießen auf jeden, der sich dem Wagen nähert. Und der Oberst? Will allein sein. Er trinkt heute furchtbar viel. Er sitzt ganz allein da und trinkt. Nachschenken, Jude. Verlassen. Vergessen und ausgespuckt hat sie mich.
Cousine Maria hat mich verraten. Vater und Mutter schicken keinen Gruß. Nichts. Alle verraten mich. Danke, lieber Jude. Zu viel, Eure Exzellenz. Muss nachsehen, was draußen los ist. Mein lieber Konzev, komm mit. Du stinkst nach Tabak und Alkohol. Jawohl, Herr Horst. Das riecht gut. Ein vertrauter Geruch. Soldaten müssen so riechen. Jawohl, Herr Horst. Solche Gerüche rühren mich. Ach, mein lieber alter Konzev, unser Regiment taugt nichts. Der General hat es mir heute gesagt. Aber wir zwei, wir haben es auch so gewusst. Nicht wahr, mein lieber Konzev? Wir müssen sie morgen wegschicken. Die schlimme Hälfte. Und wir werden sie morgen besoffen machen. Wir werden sie besoffen machen. Wir werden sie loswerden. Wir werden ihnen die Gewehre abnehmen und die Munition. Weiß danach. Der Krieg. Man schoss einfach. Man krepierte. Ganz einfach. Tja, ja, der Krieg, nie mehr. Nie mehr werden wir einen solchen erleben. Und er war schön. Er war herrlich. Wir werden morgen nicht ausrücken. Wir werden sagen, der General hat einen Tag zum Trinken freigegeben. Um 6 Uhr werden die Leute zum Trinken beginnen. Und am Abend werden wir sie unter Bewachung hinausschaffen. Wir haben 4 Wagen. Aber Sie müssen jetzt umkehren, Herr Oberst. Lass dich umarmen. Konzev. Konzev. Jetzt stehe ich nicht mehr auf. Ja, du Jude,
geboren. Exzellenz. Herr General. Konzef! Feldwebel, Konzef soll kommen. Konzef ist nicht da. Er ist mit 5 anderen fortgegangen in die Kaserne. Daher. Heute ist ja. Ja, ja. Was ist da los? Heute ist Freitag, Herr Oberst, und Schweinemarkt. Das macht die Sache nicht leichter. Hol mir mein Pferd. Ihr Pferd? Ja. Der Freitag missfällt mir. Der ganze Schweinemarkt missfällt mir. Ich kann heute nicht zu Fuß in die Kaserne gehen. Sonst passiert was. Alles in Ordnung? Jawohl, Herr Oberst. Es gibt heute früher Essen. Die Mannschaft ist schon angetreten. Und die Getränke? Dort drüben. Wir werden scharf bewacht. Nach dem Essen gibt es Bier und dann Schnaps. Na, hoffentlich geht alles gut. Ich kann an den Gesichtern dieser Leute nicht sehen, was sie denken. Der General Lakubait kann das vielleicht, ich nicht. Im Krieg konnte man genau sehen, ob einer was taugt. Aber Rothaarige waren nicht dabei. Ich bin abergläubisch, das wäre ein Zeichen. Ich werde heute jeden Rothaarigen herausholen, verstehst du? Jawohl, Herr Oberst. Ach, das wird ein schwerer Tag. Lass sie rasch essen und sieh zu, dass sie bald was zu trinken kriegen. Wo sind die Offiziere? Schon im Casino. Sie trinken. Gut, mach weiter. Heute gibt es Schnaps, so viel man will. Ja. Los geht's! Thank you.
Wir gehen in die Stadt. Aber gleich jetzt. Sonst lassen Sie uns nie hinaus aus der Kaserne. Aber jetzt gehen wir hinaus aus der Kaserne. In die Stadt, ins Wirtshaus, zu Christian Poller. Gehen wir! Auf mir! Jetzt sind niemand her. Uns macht der Schnapp nicht. Wir gehen zu Christian Poller. Da trinken wir ein Wirtshaus. Es war Schweinemarkt. Endlich wieder. Als die ersten Bäuerlein ankamen, so selbstverständlich, als wären sie in der vorigen Woche ebenfalls da gewesen, als hätte es keinen Krieg, keine Revolution und kein neues Vaterland gegeben, als diese heimischen Gestalten nach langer Zeit wieder auftauchten, vergaß der Jude Christian Poller die durchwachte Nacht, den Schrecken seiner Gäste, die Offiziere und sogar Tarabas. Es war, als seien diese Bauern die ersten sicheren Boten eines neuen, völlig wiederhergestellten Friedens. Eine große, gläubige Dankbarkeit erfüllte den Nathan Christian Poller. So viele Menschen auch im Krieg gefallen waren, immer neue Bauern, trinkfeste und durstige, wuchsen heran, sie selber üppig wie Hopfen und Malz. O große Gnade! O süßer Friede. Aber während der fromme Christian Poller bewunderte und lobte, bereitete sich schon das Unheil vor. Das große, blutige Unheil von Korrupta. Und zugleich die unselige Verirrung des gewaltigen Nikolaus Tarabas. Kommt herein, kommt, hier trinken wir. Hier gibt's besseren Branntwein als den, den der General gestiftet hat. Noch besseren? Ja, vom Christian Poller. Der Jud hat immer den besten Schnaps. Sind schon viele da? Nur wir. Wir warten auf euch. Hier ist der Schnaps. In die Kaserne. Herr Feldwebel, ich soll melden, dass die ersten Deserteure in der Kammer angekommen sind. Gut, sehr gut. Ich werde es dem Oberst melden. Geh bitte zurück. Was gibt es? Bitte gehorsamst, Herr Oberst. Die ersten Deserteure sind eingetroffen. Läuft alles wie geschmiert. Die kommen uns nicht raus. Gut. Sehr gut. Abtreten. Es ist Sabbat. Und ich muss an meine Familie denken. An meine liebe Frau. An die Kinder. Und ich kann endlich wieder hoffen, dass sie bald alle zurückkehren werden. Der Schweinemarkt ist ein gutes Zeichen dafür, dass wieder Friede ist. Wenn die neuen Banknoten, mit denen die Bauern bezahlen, einen wirklichen Goldwert haben, so wie die guten alten Rubel,
waren die Einnahmen heute großartig wie in den alten Zeiten. Ich werde einen Brief schreiben nach Kirpitkian, meine Lieben. Sie mögen nun bald nach Hause zurückkehren. Mein liebes Herz, werde ich schreiben. Mit Gottes Hilfe sind wir vom Krieg erlöst und der Frieden ist uns zurückgegeben. Wir haben leider Gottes immer noch Einquartierung, aber der Oberst ist nicht so gefährlich, wie er aussieht. Sondern wenn man bedenkt, dass er ein großer Offizier ist, kein ganz wilder Mensch. Ich glaube, dass er kein schlechter Mann ist. Und dass er sogar Gott fürchtet. Oh Gott, Sie schießen. Bei mir im Hof. Sie schießen. Drüben in der Kammer. Bei mir schießen Sie. Zünde keine Kerzen an. Sperrt die Tür zu. Dort drüben in der Kammer. Schießen Sie. Na, sind wir jetzt nicht Freunde geworden? Wir haben schon Angst gehabt. Wir dachten, ihr wollt uns hier einsperren. Der dort, der hat angefangen zu schießen. Schießen. Fein, dass ihr uns das erlaubt, Brüderchen. Wir wollen bloß schießen, damit wir sehen, ob wir noch zielen können. Das ist alles. Du kannst immer noch schießen. Ja. Und jetzt wollen wir ein paar feine Ziele an die Wand malen. Weil wir es hier so nett haben. Und genug zu saufen ist auch da. Was haltet ihr davon? Mach schon, ich bitte. Ja, du das. Nein, was an die Wand. Wer ist das? Wer ist das? Er heißt Ramsin von der 6. Kompanie. Er ist noch nicht lang bei uns, soll früher was anderes gewesen sein. Er hat gesagt, dass wir uns nichts gefallen lassen sollen. Hund. Und der Mann schlägt ihn. Ja. Gefällt es euch? Ja. Aber warum sollen wir bei den Tieren bleiben? Einen Mann haben wir ja schon. Aber was sind Männer? Was sind Tiere? Wollen wir uns nicht ein bisschen den Damen zuwenden? Ja. Gut. Hier haben wir schon eine Dame. Eine üppige Dame. Sie hat sogar etwas an, wie ihr seht. Nicht viel zwar, aber das Notdürftigste ist bedeckt. Aber ist es das wirklich? Und hier haben wir noch eine Dame. Die hat weniger. Ja, sowas. Die ist gerade dabei, sich auszuziehen. Ja, wirklich. Sie zieht sich aus. Ja. Aber was sieht man denn da?
Ja, du lieber Gott, was sieht man denn da? Hier haben wir noch eine Dame. Die ist ganz schüchtern. Aber wie kommt denn das? Wer hat dir die Kleider weggenommen? Vielleicht die da? Aber die hat ja Kleider. Die hat ja Kleider an. Man muss es machen wie der liebe Gott. Man muss die Menschen erschaffen. Und wenn man sie geschaffen hat, dann sollte man sie entblößen. Und zwar in der gleichen Sekunde, in der man sie geschaffen hat. Was die für Brüste hat. Und wo die die Hand hat. Aufhören. Ramsin soll aufhören. Nein, 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 nein. Nicht aufhören. Weitermachen. Ramsin, weiter. Weiter, Ramsin, weiter. Halt dich nicht zurück. Was, zurückhalten? Hält sich die Schöpfung zurück? Hält sich Gott zurück? Indem er uns schafft, schafft er den Menschen. Und wie macht er die Weiber? So macht er das. Hier war vielleicht einmal ein Fenster. Und da soll eine Frau herausschauen. Eine schöne Frau. Jetzt macht er eine dicke. Aber nicht nur mit ihrem Kopf, nein, nicht nur mit ihrem Kopf, sondern mit allem, was sie hat. Ich hab lange keine Frau gesehen. So lange. Hast du denn überhaupt schon eine gesehen? Warum sehen wir nie Frauen? Was ist das für eine Garnison? Nie sehen wir Weiber. Wir dürfen ja nicht ausgehen. Gib mir deine Pistole. Mach Platz. Ich will auch schießen. Ich will auch treffen. Hast du eine Pistole? Wir haben ja keine. Sie sollen uns eine geben. Kapisiak, borg uns deine Pistole. Ja, hat sie. Gib mir deine Pistole! Ich will selbst schießen! Bestimmt nicht weniger getrunken als alle anderen. Ihr habt ihn doch trinken sehen. Wieso ist deine Hand sicher? Wollt ihr, liebe Freunde, vielleicht ein genaueres Ziel, das ich für euch treffen soll? Vielleicht die linke Brust der zweiten Dame? Oder von der in der Mitte? Oder vielleicht den unteren Rand des Hemdes? Die Knöchel? Die Brustwarze? Das Gesicht? Die Nase, die dort, die dicke, in die Brust. In die Brust. Ja. Gib mir ein Gewehr!
Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein, dein im Leben und im Tod, dein im Unglück, Angst und Not, dein im Kreuz und bitteren Leid, dein für Zeit und Ewigkeit, Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Ein Wunder. Maria sieht uns an, die Gottesmutter. Gott helfe mir. Ein Wunder ist geschehen. Nach einem furchtbaren Krieg. Ein Gotteswunder. Ich will es berühren, das Bild. Es bringt Gnade. Halt! Fass das Bild nicht an! Dieser Raum ist eine Kirche. Dort an der Wand, wo ihr das Bild seht, stand einmal ein Altar. Der jüdische Gastwirt hat ihn entfernt. Die Kirche hat er beschmutzt. Mit blauem Kalk hat er das heilige Bild bestrichen. Betet, meine Brüder, tut Buße. Hier soll wieder eine Kirche werden. Büßen soll auch der Jude Christian Poller. Wir wollen ihn herbeiholen. Er hält sich verborgen. Aber wir werden ihn finden. Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Er hat die Mutter Gottes geschändet! Und versteckt sich dein Jürgen, Schwein! Dein im Unglück, Angst und Not, dein im Kreuz und habt ihr gehört? Ein Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Im Gasthof des Juden ist die Mutter Gottes erschienen. Die Madonna ist erschienen. Die Juden haben sie begraben. Aber die Juden sollen es büßen. Wir müssen hier bleiben. An einem Ort, wo sich ein himmlisches Ereignis zugetragen hat, muss man bleiben und beten. Sagt es allen in der Stadt. Gott hat sich gezeigt. Die Madonna ist uns erschienen. Wir müssen bleiben. Wir müssen beten. Und den Juden umbringen. Wo ist er? Lass mich ganz dein eigen sein. Dein Leben und die Welt. Habt ihr's gehört? Die Madonna ist uns erschienen. Es ist wahr. Wir müssen hierbleiben und Gott loben. Und uns an den Juden rächen. Der Teufel hat uns verblendet. Fast wären wir wieder in die Schenke gegangen, wie immer. Zu dem Juden. Jetzt wissen wir, was mit ihm los ist. Wo ist der Schwein? Hier ist er nicht. Stirb! Wo ist der Herr? Ist er nicht, wo ist er? Habt ihr ihn gefunden? Nein, wir waren in dem Zimmer, wo die Offiziere schlafen. Wir waren überall, der Jud ist nicht hier. Dort sind sie, die Juden. Da kommen sie. Aus dem Bethaus. Sie feiern ihren Schabbes. Die Schweine. Ja. Wenn wir Schweinemarkt haben, feiern sie Schabbes, die Schweine.
zum Hof des Christian Poller und knien und beten. Alle Juden zum Hof! Los! Ja. Für die Juden! Niederknien! Und jetzt werden wir sie nach Hause führen. Macht es wieder an, euer Feuerchen. Es ist uns verboten, ihr wisst es. Weil wir es wissen, wollen wir es ja haben. Das Gesetz verbietet es uns, am Sabbat Feuer zu machen. Dann werden wir euch helfen. Wir werden es für euch tun. Wir wissen es nicht. Dann werden wir euch zwingen, es uns zu sagen. Ja, wir werden euch zwingen. Da ist sie. Seine Frau. Die Frau des Halunken Christian Poller. Thank you.
Der Oberst Parabas! Ich werde zwar meinen Abschied nehmen, aber ich muss dir eines sagen. Du hast ein Schloss beschlagen, Hand. Bitte. Du hast eine Kaserne draus gemacht. Bitte. Aber so eine sinnlose Tränkerei, wie du sie hier seit 3 Stunden veranstaltest, hat sie in der alten russischen Armee nicht gegeben. Was sagst du da, Major? Was wagst du mir zu sagen? Ich sage, was ich sage. So eine Sauferei hat's nicht gegeben. In der russischen Armee war Haltung, Zucht und Disziplin. Aber Herr Oberst, ich bin ergebens. Komm her. Wir trinken eins. Jawohl, Herr Oberst. Wir trinken eins. Ach, es war ja nicht so gemeint. Ich hab schon zu viel getrunken. Herr Oberst. Was hier los ist. Sie hauen die Juden, es gibt einen Aufstand. Frage ihn, was ich tun soll. Schnell, lauf, so schnell du kannst! Wir sind zu wenige. Wir können nicht eingreifen. Wir müssen warten, bis Verstärkung kommt. Sie besoffen, alle besoffen! Gehorsamste Oberst, es gibt Unruhe. Soldaten, Deserteure, aber auch die unseren hauen die Juden. Sie zünden auch schon Häuser an. Der Feldwebel lässt gehorsamst um Befehle bitten oder um Verstärkung. Er hört dich nicht. Was soll ich machen? Nichts kannst du machen. Geh zurück und sag dem Feldwebel, dass alle zu betrunken sind. Der Oberst auch.